Bleib, wie du bist. Hallo vom Zentrum Yoga, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin, Markus Ritz. Bleib, wie du bist. Diesen Spruch, diese Aussage dürfte vielen Menschen bekannt sein. Und wenn diese Aussage kommt, sollte man vielleicht denken, oh Gott, oh Gott. Bloß nicht, bloß nicht. Nun, was bedeutet bleib wie du bist? Was meinen die Menschen mit bleib wie du bist? Meinen sie bleib wie du bist, bleib so brav, so artig wie du bist, dass du mir keine Scherereien machst? Bleib so hilfsbereit wie du bist, weil immer wenn ich dich brauche, bist du ja da. Das wäre ja schlimm, wenn du nicht mehr da wärst. Nun, wenn jemand zu euch sagt, bleib wie du bist, dann bedeutet das nichts anderes als bleib so, dass ich meinen eigenen Vorteil herausziehen kann. Denn ein Mensch, der es gut mit dir meint, sagt, hey, ich mag dich, auch wenn du dich veränderst, auch wenn du dann anders bist. Auch wenn du nun kein Fußball mehr spielst, sondern Handball und wir halt uns im Training nicht mehr sehen. Ich finde das gut, dass du mir jetzt nicht mehr hilfst, weil du dir endlich mal Ruhe gönnst und nicht immer kommst, wenn man nach dir ruft. Ja, Leben heißt Bewegung. Bewegung heißt Ort und Stelle verlassen, woanders hingehen. Bewegung heißt etwas tun und überall da, wo was getan wird, wo man sich verändert, kommt was Neues bei raus. Das heißt, Leben ist Entwicklung, nichts anderes. Von der Geburt bis zum Tod und in der nächsten Geburt geht es wieder weiter. Es ist eine ständige Veränderung. Das ist Leben. Geboren werden, wachsen, leben, sterben. Wir sagen ja auch nicht, ach Haut, bleib so wie du bist. Das wäre ja schlimm, weil wenn sich die Haut nicht ständig erneuern würde, das wäre nicht gut. Die wäre ja uralt. Gehirn, bleib so wie du bist, bleib ich so dumm wie immer. Nee, würde keiner sagen, sondern nur Menschen, die dich so gebrauchen können, wie du bist. Wir haben in den letzten Jahren ja deutlich gesehen, wenn sich Menschen verändern, andere Meinungen entwickeln, dann werden sie plötzlich nicht mehr geliebt. Aber es ist auch gut so gewesen, weil man eben die wahren Freunde gesehen hat. Und wenn man sich entwickelt, andere Sichtweisen erlangt und es einem dadurch besser geht, ein Freund würde das nur gutheißen. Eine Freundin auch. Die Partnerin, der Partner würde es gutheißen. Würde nicht sagen, bleib wie du bist, sondern hey, finde deinen Lebensweg. Mach das, was dich glücklich macht. Weil wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Wenn man immer nur brav ist, immer nur hilfsbereit ist, dann kann man sich alle 5.329.427 Videos über diese Problematiken anschauen. Nun, das ist wie ein Markt. Bleib so, wie du bist. Und du wirst immer dieselben Partner anziehen, die dich verlassen. Bleib so, wie du bist und du wirst immer ausgenutzt. Bleib so, wie du bist und du kriegst nie mehr Geld auf der Arbeit, weil ja alles so gut ist anscheinend. Nun, veränder dich, finde deinen Weg. Und die, die dich wirklich mögen, die bleiben bei dir, die schätzen dich so, wie du bist. Und darum geht es im Leben, seinen Weg zu finden und nicht so bleiben, wie andere einen gerne haben.
Denn wenn man immer so ist, wie man ist, immer gleich ist, nun, dann weiß man, wie der andere tickt, dann kann man ihn auch kontrollieren, beziehungsweise entsprechend, wenn es einer bös meint, manipulieren. Wenn jemand ein Freigeist ist und sich immer verändert, entwickelt, natürlich nicht ständig die Meinungen wechselt, das ist auch nicht gut, sondern immer sich weiterentwickelt, seine Meinung festigt, ausbaut, neue Sichtweisen entwickelt, dann kann er nicht kontrolliert werden, weil er nicht mitspielt in dem sturen Leben der Gesellschaft. Also, bleib nicht so, wie du bist, sondern veränder dich natürlich zum Positiven. Ciao, ciao und bis zum nächsten Video. Teilt gerne die Videos, wenn sie euch gefallen und andere davon profitieren können. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.